Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Wir sind auf der Spielwarenmesse am Stand von Huch und ich habe mir die Andrea geschnappt und wir wollen auch mal bei euch über den Stand laufen und uns eure Neuheiten anschauen. Und wir haben uns hier positioniert bei den Yellow-Neuheiten und vielleicht magst du schon mal was zu Legendary Forest sagen. Genau, also wir stehen hier bei Legendary Forest, einer Neuheit von Yellow. Das ist ein Plättchenlegespiel ab 8 Jahre. Jeder Spieler hat hier ein eigenes Set an Plättchen, die sind aber komplett identisch, haben auch komplett dieselbe Nummerierung. Bei einem Spieler werden 5 Plättchen vorab ungesehen rausgenommen und dieser Spieler sagt uns dann die Plättchen an, die wir dann eben anlegen. Heißt eben, ich nehme jetzt die 12, alle suchen die 12 aus und so bauen wir alle unseren legendären Wald auf und versuchen dabei eben möglichst Farbteile hier komplett abzuschließen, diese Runen miteinander zu verbinden und natürlich einen möglichst prächtigen Wald zu bauen und möglichst Punkte damit zu erzielen. Genau. Und wann erscheint es? Das kommt alles so circa im April. Mit alles meinst du alle Yellow-Neuheiten? Ja, ich sage jetzt mal so alle Yellow-Neuheiten, genau, so grob geschätzt, genau. Genau, weil hier sehe ich noch die King of Tokyo Follow-Up-Erweiterung, die, glaube ich, heiß erwartet wird. Ja, die war heiß erwartet, genau. Endlich das Power-Up auf Deutsch, das ist ja der springende Punkt, gab es bisher immer nur auf Englisch und jetzt eben endlich auf Deutsch. Wir freuen uns auch mindestens genauso sehr wie der ganze Fankreis, dem wir jetzt endlich sagen können, gibt es bald auch ab circa April im Handel erhältlich. Genau, und High Risk. Genau, High Risk ist ein neues Minigame aus der Reihe. Wir kennen ja die kleinen Minigames von Yellow. Hier gibt es jetzt ein neues Spiel. High Risk ist ein Würfelspiel mit Can't-Stop-Mechanismus. Das heißt, wir sind Bergsteiger, wollen eben mit unserer kompletten Mannschaft diesen Berg erklimmen und können dabei eben ein bisschen zocken, würfeln und versuchen eben möglichst nicht abzustürzen. Ja, wunderbar. Dann gehen wir mal weiter. Jetzt kommen die Loki-Neuheiten. Da gehen wir mal ein bisschen zügiger vorbei, weil ihr habt ja auch sehr viel. Ja, genau. Und wir hatten ja auch schon gesagt, liegt jetzt nicht ganz euer Fokus drauf. Deswegen, wir können hier kurz gucken. Monsieur Carousel, kooperatives Kinderspiel ab 4 Jahre. Mit einem sehr schönen Aufbau. Sehr schönen Aufbau, genau. Ist so ab circa März, April erhältlich. Hier haben wir noch 2 kleine Spiele aus der Loki-Reihe. Einmal Little Battle, ein Drafting-Spiel für Kinder ab 5 Jahre. Und Zuran, ein Spiel ab 4 Jahre mit 2 Varianten, einmal kooperativ und einmal kompetitiv. Und jetzt sehe ich hier einen Bauernhof. Hier gehen wir noch an einer ganz anderen Ecke vorbei. Wir sind ja auch eine Vertriebsgesellschaft und haben als Vertriebsgesellschaft seit kurzem auch einen neuen Vertriebspartner. Das ist der Lawrence King Verlag, ein britischer Verlag, der sehr viele Bücher herstellt, aber eben auch ganz besondere Kinderspiele, insbesondere viele Memo- und Bingo-Spiele, die aber einfach sehr schön gestaltet sind und wie wir jetzt hier zum Beispiel sehen, Tiere und ihr Zuhause einfach ein bisschen anders auch aufgezogen sind. Mhm. Dann gehen wir mal zu eurer Säule. Genau, damit sind wir auch schon bei einer Säule des Frühjahrsprogramms. What do you meme? Ich setze jetzt einfach immer voraus, dass alle wissen, dass ein Meme ist. Ein Meme ist ja eine witzige Kombi aus Text und Bild, online verbreitet, was sich dann einfach überall finden eigentlich alle toll. Haben wir jetzt hier als analoges Brettspiel. Das Ganze kommt aus den USA. Da hat sich dieses Spiel sage und schreibe schon 2 Millionen Mal verkauft. So sind wir darauf aufmerksam geworden und haben gesagt, oh, das könnte uns in Deutschland auch interessieren. Ja, und deswegen haben wir es jetzt hier. Wir haben hier über 70 Bildkarten dabei. Ein Spieler sucht sich eine Bildkarte aus. Die anderen Spieler haben 7 Textkarten auf der Hand, wählen eine Textkarte aus, die ihrer Meinung nach am besten zu diesem Bild passt. Und der Spieler, der das Bild ausgewählt hat, bewertet eben, welche er am passendsten fand. Und ich sehe, ihr habt auch schön deutsche Bilder genommen. Genau, wir haben das alles noch mal ein bisschen geändert, haben ein paar Bilder ausgetauscht, ein paar Klischee-Deutsch-Bilder noch mit eingefügt. Ja. Und man muss mir dazu sagen, ein Partyspiel ab 18 Jahren, weil Memes ja auch gerne mal ein bisschen deftiger sind. Es ist auch noch ein Textkartenpack dabei, der nochmal explizit mit 18 plus gekennzeichnet ist. Der ist dann, sag ich mal, einfach besonders zotig. Ich kann es mir vorstellen. Wann erscheint es? Das ist seit dieser Woche lieferbar. Okay. Genau, brandneu. Genau, dann kommen wir jetzt, glaube ich, zu eurem Highlight-Regal, weil hier eure Neuheiten stehen. Genau, das ist ein Highlight-Regal. Allerdings muss man mit dazu sagen, wir sind ja auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. Das heißt, das ist auch für uns ein großer Vertriebsbereich, der hier auch bespielt wird. Und hier haben wir jetzt auch Herbstneuheiten dabei. Das heißt, da würde ich jetzt noch gar nicht so sehr ins Detail gehen. Das sind zum Teil eben also gute Prototypen.
Prototypen, aber eben einfach noch Prototypen. Ja. Wir können ja an sich sagen, wir dürfen uns freuen im Herbst auf ein Dice Placement Spiel von Michael Rinek, auf hier ein Spiel zu Humboldt, was sich auch sehr gut eignet, denn wir haben ja übrigens Jubiläumsjahr von Humboldt. Das haben wir hier weiter unten und ganz unten sieht man noch eine Family-Version von Torres mit zwei verschiedenen Spielvarianten. Das ist der Herbst, auf den wir uns freuen können. Genau. Aber ich würde mal annehmen, die oberen beiden sind eher im Kennerspielbereich, weil ich glaube, so viel können wir ja schon genau sagen, nicht mal. Das oder ist so Familienspielbereich. Familie? Genau, das ist alles so der Familienbereich tatsächlich. Okay. Nur einfach zur Einordnung. Ja, genau. Klar. Wenn du allerdings Kennerspielbereich sagst, sehe ich da zumindest was, was in den Bereich fällt, also in den Bereich Strategie. Da wären wir hier im mittleren Stockwerk bei Phoenix. Phoenix haben wir letztes Jahr schon mal angekündigt und bringen wir jetzt endlich eben auch raus. Ist ein Zwei-Personen-Spiel. Das Cover ist fantastisch. Ja, das Cover ist fantastisch. Und das Cover zeigt auch schon einen wesentlichen Punkt von diesem Spiel. Wir sind wir gehören hier zu einer Armee an, die sich eben bekämpfen. Es gibt Soldaten, Generäle und einen König. Der König wird eben aus drei Chips übereinander gestapelt und das Besondere in dem Spiel ist, wenn es der Gegner schafft, meinen König zu schlagen, habe ich unmittelbar danach einmalig die Möglichkeit, diesen König wieder aufzubauen. Wenn ich das schaffe, geht das Spiel ganz normal weiter und ich habe noch gar nicht verloren. Ah. Und das erscheint wann? Das erscheint so im Sommer, also Juni circa. Hier oben haben wir noch was ganz Besonderes, sieht ganz klein aus, ist für uns aber gar nicht klein, sondern eben auch total wichtig. Haste Worte haben wir erst noch 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Also ein Spiel, das sich echt sehr erfolgreich auf dem Markt behauptet. Letztes Jahr haben wir dann das Würfelspiel dazu veröffentlicht, haben festgestellt, oh, das läuft gut, das wird echt gut angenommen. Und wir wollten schon immer gern diese Familie einfach stärken und aufbauen und schließen da jetzt dran an mit dem wortreichen Würfelspiel. Wir sind immer noch bei einem sehr ähnlichen Mechanismus wie bei Haste Worte, aber diesmal eben noch mit den Würfeln, die auch die Kategorie nicht fest vorgeben, sondern der jeweilige Spieler entscheidet auch, für welche Kategorie er seinen Würfel einsortiert. Okay. Ja. Ja. Gehen wir mal, oh nein, wir gehen noch nicht weiter. Genau, hoppala, da war noch was. Hier unten haben wir Mopsen. Mopsen ist ein Stichkartenspiel mit einer sehr schönen Grafik, die dadurch auch schon aufgefallen ist, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Genau. Zusammengefasst, es ist ein Stichkartenspiel. Es hat natürlich ein paar besondere Kniffe, die es nicht ganz so einfach machen. Das, ja, glaube ich, führt wahrscheinlich ein bisschen zu weit, wenn ich es erkläre, aber wir werden es bestimmt auch demnächst mal spielen. Ja. Hier oben sind wir wieder im Kinderbereich, deswegen nur schnell gesagt, das ist ein Logikspiel für Kinder ab 5 Jahren, Leolino. Ja, auch wieder mit tollem Holzmaterial, genau, wie ich sehe. Holzmaterial. Genau, jetzt haben wir da vorne fast einen Engpass. Ja, wir schlendern einfach mal so langsam. Ich wollte gerade sagen, oder Stand. Wir schlendern sogar noch mal ein bisschen weiter gehen, genau. Und dann nochmal zurückkommen. Ja, ich wollte gerade sagen, wir werden bestimmt eingeholt werden. Hier drüben kann man ein bisschen einen Ausblick geben, weil tatsächlich ist das auch eher der Herbst. Also das heißt, da liegt jetzt für mich im Bereich von Präsentationen jetzt noch nicht so ganz der Fokus drauf. Das heißt, hier sehen wir auch viel elektronisches Spielzeug, das wir eben auch im TV bewerben. Manch einer kennt vielleicht die Geisterjagd, bei der man eben im dunklen Zimmer Geister jagt, die eben an die Wand projiziert werden. Hier haben wir dasselbe mit Sternen, die wir eben mit einem Sternstab einfangen müssen, mit Fiona Funkelstern. Das ist eben hier noch die englische Version. Hier haben wir das, der Nachfolger dann von der Geisterjagd, Johnny, der Pirat, der dann eben auf seinem Piratenschiff die Weltmeere erforscht und dabei auch Hilfe von uns braucht. Soundcheck. Genau, Soundcheck, über den haben wir schon gesprochen, ganz genau. Hier haben wir noch den Magic Gin, den gab es auch schon mal auf dem Markt und wird jetzt von uns eben noch mal auf den Markt gebracht. Der Magic Gin ist ein ganz faszinierendes Tierchen, funktioniert schon mit Kindern ab 4 Jahren. Ich muss einfach an ein Tier denken und der Magic Gin stellt mir Fragen und wird mir in ein paar Fragen dann auch sagen können, an welches Tier ich gerade gedacht habe. Ui. Ja, genau. Und hier noch ganz spannend, da sehen wir auch unseren Geschäftsführer, den könnten wir jetzt auch gleich in die Erklärung einbinden, aber, oh ja, er demonstriert. Das ist Tutu Tabletti. Das ist ein elektronisches Tablett mit einem Timer. Man stellt den einmal ein, läuft quasi so einen abgesteckten Parcours zu Hause, dann weiß das Tablett, wie viel Zeit ich dafür für gewöhnlich brauche. Und dann gibt es Aufgabenkarten, zum Beispiel, man muss mit diesem Tablett über einen
den Stuhl noch drüber balancieren oder vielleicht auf einem Bein oder wie auch immer. Und das Tablett stoppt eben die Zeit, vibriert auch manchmal dazwischen. Das ist ein Geschicklichkeitsspiel mit einer ganz witzigen Komponente. Hier, das ist jetzt super Timing, sehen wir noch Bankalarm, den wir ganz geheim eigentlich in der Kabine aufbewahren, den Herr Hutter gerade rausgeholt hat. Kommt auch ab Herbst, ist eben auch ein elektronisches Spiel. Wir sind vier Bankräuber, spielen kooperativ gegen die Zeit. Wir haben einen Boss, der uns über diesen Safe Anweisungen gibt, was wir tun müssen. Und wir müssen denen immer schnell folgen, schnell kooperieren, zack, zack, um eben diese Bank komplett auszuräumen. Aber dazu kommen wir dann sicherlich noch. Das ist sehr spannend und auch sehr witzig auf jeden Fall. Genau, jetzt ist hier wieder ein bisschen entzerrt, genau. Genau, wir waren ja gerade im Herbst und können einfach weiter noch mal im Herbst bleiben. Mhm. Oh, hier sehe ich einen aufwendigen Prototyp. Genau, also die Schilder verraten schon, das ist ein Prototyp. Also seid nicht zu gemein zu uns, das wird alles noch. Wir haben dieses Jahr im Herbst noch ein paar besondere Highlights. Wir haben einmal die Lizenz zum Räuber-Hotzenplotz mit einem großen Spiel und einem kleinen Spiel. Und im September kommt zu Shaun das Schaf der zweite Kinofilm raus, zu dem wir eben auch ein großes und ein kleines Spiel veröffentlichen werden. Oh, und da sehe ich schon den Bauern als Figur. Sehr cool. Ja, genau, deswegen, da freuen wir uns auch schon sehr drauf. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier im Frühling nochmal Platz finden. Vielleicht hier weiter vorne, genau. Wir haben hier oben Sherlock Express. Sherlock Express ist eigentlich von Blue Orange, aber von uns eben auf dem deutschen Markt dann veröffentlicht. Das ist ein Deduktionsspiel für ganze Familie ab 7 Jahren. Wir haben hier immer Verdächtige ausliegen. Das sind hier, ja genau, 6 Tiere, die verdächtigt werden. Und wir möchten ausschließen, wer ist alles nicht verdächtig. Das machen wir, indem wir hier immer Reihe um Karten aufdecken. Ich decke hier das Monokel zum Beispiel auf. Dadurch sind schon mal alle Tiere, die ein Monokel tragen, nicht der Täter. So geht das immer reihum. Irgendwann reduziert es sich halt eben auf einen Täter. Wenn ich das schnell genug merke, schnappe ich mir den und sage, das war der Täter und habe die Runde damit gewonnen. Deswegen Express. Genau. Deswegen Express. So, jetzt weiß ich nicht. Genau, ich sehe, der Schwenk geht hier rüber. Hier haben wir Superwash, ein ganz tolles Kinderspiel. Ab 6 Jahre wird erst auch im Sommer erscheinen, so circa Juni. Man sieht schon, es geht um was auch Superhelden tun müssen, nämlich Wäsche waschen. Ja? Es geht so selten darum. Ja? Deswegen dachten wir, da muss einer mal drüber reden. Ja? Und wir reden nicht nur drüber, wir spielen auch noch darüber. In diesem Spiel ist immer ein Spieler... Genau, ist Moosgummi. Genau. Ein Spieler ist der Superheld, der versucht, die Wäsche aufzuhängen. Und ein Spieler ist Dr. Cloud. Dr. Cloud kommt nämlich angefahren mit seiner Regenmaschine und möchte uns den Waschtag vermiesen. Das heißt, es sind immer 2 Spieler aktiv. Ein Spieler deckt hier die Wäschekarten auf, muss sich dann die entsprechenden Wäscheteile raussuchen und an der imaginären Wäscheleine hier aufhängen mit den gelben Wäscheklammern. Der andere Spieler, Dr. Cloud, würfelt dagegen und versucht, Regenwolken zu würfeln. Wenn er das geschafft hat, ruft er, es regnet. Der andere Spieler muss aufhören. Wir kontrollieren, hat er alle Karten richtig aufgehängt, dann bekommt er das als Punkt und wir hängen wieder ab und der nächste Spieler darf endlich mit der Wäsche anfangen. Eine sauwitzige Idee. Ja. Super witzig, ja. Genau, und was? Farbenmonster, genau. Genau, das kennen wir soweit. Farbenmonster haben wir seit letztem Jahr Herbst und ist jetzt eben zum Kinderspiel des Jahres in Frankreich nominiert. Ein Spiel rund um Gefühle, kooperativ. Ab, jetzt muss ich selber gucken, 5? 4. Deswegen, ha, ab 4. Genau, dann eins weiter drunter haben wir ein Spiel, das aber auch erst im Herbst bei uns kommt, Gespenster am Fenster. Hier geht es eben darum, Umrisse den Figuren zuzuordnen und das eben möglichst schnell. Das heißt, ich habe immer einen Schatten und muss herausfinden, zu welchem Gespenst gehört der Schatten. Gibt es auch mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, also eben auch, damit man es schön anpassen kann, wenn man schon geübter damit ist. So, dann geht es ein Stockwerk tiefer, glaube ich, noch. Ich warte mal ab, oder? Ja. Schlingo Bingo. Genau, Schlingo Bingo ist ein Schlangenbingo. Das heißt, es gibt hier ein Säckchen mit Zahlenchips, da wird immer eine Zahl gezogen. Und dann, jetzt muss ich hier mal dazwischen grätschen, denn hier ist der Block dazu. So, da werden nämlich die Zahlen eingetragen. Ich versuche immer, möglichst lange Reihen von aufsteigenden Zahlen hier einzutragen. Umso länger diese Reihe ist, umso mehr Punkte bekomme ich. Genau, ein schneller Spaß. Wir haben eben auch einen kleinen Beutel dabei, so kann ich alles einpacken und auch schnell mitnehmen. Sehr gut, das ist immer praktisch. Ja, genau. Das hoffen wir. So,
dann der Schwenk rüber führt zum Schwarzmaler. Der Schwarzmaler ist ein Rätselspiel. Wir haben hier eine kleine Geschichte im Heft verpackt und dann gibt es einen ganzen Stapel mit Rätselkarten dazu. Die Geschichte handelt von Helena. Helena wacht eines Morgens auf, eigentlich ein guter Tag, weil sie hat Geburtstag, aber sie ist allein zu Hause und sie weiß gar nicht, wo sind die anderen. Sie hört was an der Tür, geht mal zur Tür und dann sieht sie was. Aber der aufmerksame Leser weiß nicht, was sie sieht. Das finden wir heraus, indem wir das erste Rätsel lösen. Das sind hier die weißen Karten mit der Flasche, die jetzt da schon da liegen. Das ist jetzt ein Spoiler, ja, aber so besser zu erklären. Ich habe diese Karten und muss die eben so zusammenlegen, dass sie einen Gegenstand ergeben. Auf den Karten sind Buchstaben abgebildet. Hier sehen wir jetzt in der Auflösung eben nur noch einen Buchstaben sichtbar. Ich mache das eben mit mehreren Rätseln und bekomme so eben letztendlich lauter Buchstaben für ein Lösungswort zusammen. Das heißt, es ist auch so eine Geschichte, die spielt man einmal? Genau, es ist eine Geschichte, die spiele ich einmal, kann ich danach aber weitergeben und jemand anderen zum Spielen geben. Genau, es ist nichts, was ich dabei kaputt mache. Genau. Dann, jetzt weiß ich nicht, ob wir dich wieder bequemen müssen, nochmal runterzugehen. Aber ich kann es auch einfach einmal schnell sagen. Wir haben einmal Protect the Museum, das ist ein Logikspiel. Wir haben hier transparente Blätter, durchzogen mit Laserstrahlen und verschiedene Museumsräume. Ich muss die Blätter hier so drauf legen, dass eben die Exponate von den Laserstrahlen durchkreuzt sind, aber nicht das Wachpersonal. Ja, das ist nicht so gut. Genau, es ist ein einfaches Logikspiel ab 7 Jahre. Gleich daneben haben wir noch Coinks, das ist ein Logikspiel für die Kleinen ab 5 Jahre. Wir haben hier diese Bauteile, die haben Löcher und zwar aus einem guten Grund, denn die Coinks sind ganz neugierig. Wer sie nicht kannte, das sind die Coinks. Die wollen hier gerne durchgucken. Es gibt eben verschiedene Aufgabenblätter, auf die ich die Teile legen muss. Am Anfang habe ich noch einen guten Hinweis, welche Farben auch wo liegen müssen. Und später hört das eben auf. Da sehe ich eben nur, hier ist ein roter Coinks. Und ich weiß natürlich als Coinks-Kenner, dass der von einem roten Legeteil auch bedeckt sein muss. So. Ein Fach haben wir noch hier. Und da ist sogar noch ein Turm. Aber dann. Einfach haben wir noch, wir haben hier Dogpile, vielleicht erinnert sich manch einer an Cat Stacks, das haben wir letztes Jahr rausgebracht, das ist ein Logikpuzzle, es gibt viele, viele Katzen, die eben hier zusammen Platz finden wollen, das Ganze gibt es jetzt eben auch in der Hundeversion. Letztes Jahr haben zu viele Leute gesagt, ich bin nicht so der Katzentyp. Okay. Genau, daneben sehen wir hier noch Magic Mandala. Magic Mandala ist ein Spiel, das ich zu viert spielen kann, aber auch alleine. Jeder Spieler hat 3 Scheiben. Oh, hier liegen 2, aber es gibt 3. Ha, wer weiß, es gibt 3. Es wird so eine Aufgabenkarte ausgelegt und alle Spieler versuchen gleichzeitig eben diese Scheiben so übereinander zu legen, dass sie eben so aussehen wie auf der Aufgabenkarte. Sie sind auch beidseitig bedruckt, also da kann ich schon noch viel deichseln und drehen. Meint man gar nicht bei so nur so 3 Scheiben. Ja, wir können gerne nachher noch spielen. Ja, gern. Dahinter haben wir noch den Lucky Cube liegen. Sieht man hier ganz schnell, der bewegt sich schnell in verschiedene Richtungen. Soll ich dir mal dein Mikro kurz halten? Ja. Ah, ich präsentiere der Lucky Cube, genau. So, es gibt davon 2 Stück. Jetzt nehme ich sogar wieder. Dankeschön. Es gibt den einmal in Silber und einmal in Weiß, der gehört allerdings zusammen. Es gibt Formen, die kann ich eben nur mit einem davon puzzeln und ich kann dann eben am Schluss auch Formen mit diesen 2 Stücken zusammen puzzeln. Also ist eine gute Beschäftigung, nur ein klassisches Logikprodukt für uns. Hört sich auch wieder sehr spannend an. So, das ist ja mal schön, wenn man sowas in der Hand hat und dann so rumdrehen kann. Und ja, da kann man wieder Stunden mit verbringen. Ja, sehr spaßig. Ja, okay, abschließend haben wir noch eine letzte Säule. Wir haben hier unten einmal das Monster Diner. Wir sind Restaurantbesitzer geworden, ja, aber uns fehlt noch gutes Personal. Ja. Ist gar kein Problem, weil hier liegt ganz viel Personal aus. Jeder Spieler hat hier so ein Deck, auf dem spiele ich Karten aus. Wenn ich dran bin, ziehe ich hier einfach Karten aus der Mitte nach. Ich kann immer entscheiden, lege ich die Karten bei mir aus oder lege ich die vielleicht einem Mitspieler vor. Bei den Mitspielern darf ich auf die 2 seitlichen Plätze jeweils eine Karte legen. Bei mir selber darf ich auch den 3. Platz belegen. Wenn ich nämlich, das ist der Eisverkäufer. Der Eisverkäufer bringt 5 Punkte, wenn ich 2 davon habe. Also immer ein Pärchen. 2 Eis ist immer besser als 1 Eis. Den lege ich mir zum Beispiel hier hin. Das ist der Pizzabäcker. 4 Pizzabäcker bringen 12 Punkte. Lege
lege ich mir auch noch hier hin, finde ich total gut. Jetzt ziehe ich noch einen zweiten Eisverkäufer, den will ich ja genau haben, lege ich mir jetzt hier hin, damit ist mein Zug beendet. Ich ziehe mir jetzt die Karten runter, die liegen auch offen aus, damit auch jeder sieht, welches Personal habe ich gerade bei mir. Denn es gibt natürlich auch später Personal, wo ich Minuspunkte bekomme, wenn ich zu viel davon habe. Zum Beispiel viele Barkeeper sind gar nicht so gut, ja, das läuft dann nicht mehr so rund. Und es ist einfach, machen sich gegenseitig Konkurrenz, ne? Ja, das auch. Trinken vielleicht auch zu viel eventuell. Also es ist einfach ein Kartensammelspiel, locker flockig für die Familie, mit ein bisschen Ärgern auch. Ja. Scheint wann? Ist schon verfügbar. Ist schon verfügbar. Ja. Aber wo wir beim Ärgern sind, haben wir hier noch was. Und zwar ist das der Bauchplatscher. Ihr seht hier noch die französische Schachtel vom Cocktail Games. Beim Bauchplatscher sind wir ins Freibad gegangen. Der ist auch erst ab Sommer verfügbar, damit das auch alles noch thematisch passt. Wir haben hier für jeden Spieler 3 Spielfiguren. Boah, okay, das reicht. Ja, wir sehen es so exemplarisch. Genau. Ne? Die stehen hier alle Reihe um den Beckenrand. Ihr kennt das auch, das Wasser ist manchmal ganz schön kalt. Man hat da keine Lust reinzugehen. So stehen wir hier auch alle, keiner möchte reinfallen. Einen Schritt zurück. Zu Beginn des Spiels zieht jeder hier verdeckt einen Chip und damit seine Spielerfarbe. Ich bin jetzt also gelb, das wisst aber nur ihr, sonst niemand. Ich möchte also, dass die gelben Figuren hier am Beckenrand stehen bleiben. Wenn ich dran bin, darf ich eine Figur, beliebig welche, nehmen. Ich gucke unten drauf. Auf denen sind Werte von 1 bis 3 draufgeklebt. Und dann kann ich diese Figur, in diesem Fall einen Schritt, bewegen, in egal welche Richtung. Also bewege ich sie jetzt mal so. Oh, ist besetzt. Der Orangen ist reingeplumpst. Das wäre jetzt schon ein ziemlich doofer Zug, weil wenn der Orangen in den Orangen reinschubst, dann kann ich ja wohl schon mal nicht orange sein. Ich hätte ja noch einen leeren Platz daneben gehabt. Aber so erschließe ich mir eben vielleicht auch reihe um. Was hast du für eine Farbe? Was haben die anderen für eine Farbe? Sobald ich hier über das Sprungbrett drüber ziehe, darf ich einen Verdacht äußern. Darf eben zum Beispiel sagen, oh, ich glaube, die Julia hat orange. Wenn ich damit recht habe, ja? Oh, das hat mich geguckt. Ja, so. Das ist verführerisch, plastisch. Nein, ich wusste es nicht. Es lag aber offen. Ich bin zu klein. Wenn ich jetzt damit recht hätte, eben dürfte der letzte Orangen auch noch reinplumpsen. Hätte ich nicht recht gehabt, würden meine reinplumpsen. Also ist ein bisschen ärgern, aber es flott schnell, ist hier auch schön in der Blechschachtel. Und vielleicht hier nochmal so zum Gucken mit einem kleinen Schwimmbecken in der Schachtel. Ja. Die haben ja auch ganz witzige. Genau, die sind auch alle individuell beklebt. Genau, vom Tigerhöschen über den Einhornschwimmring bis zum Zweiteiler Badeanzug ist hier alles geboten. Ja, genau. Das war's. Ja. War viel, aber sehr spannende Sachen. Ja. Viel mit Haptik ist mir aufgefallen und viele Dinge, auf die wir uns im Herbst freuen, aber auch einige, die schon bald erscheinen werden. Und ja, da würde ich sagen, vielen, vielen Dank für den tollen Einblick und viel Spaß noch auf der Messe. Ja, danke schön. Danke euch. Mhm.